Freunde, dieses Jahr ist es soweit. Ich bin auf großer Live-Tournee durch Deutschland und Österreich. In Deutschland sind wir in Hamburg, Düsseldorf, Essen, Jena, Stuttgart. In Österreich diesmal auch richtig unterwegs. Graz, Linz, Salzburg, Wien. Ja, da sind sie alle und noch viele andere Städte. Alle Infos unter eventim.de. Und jetzt geht's los. Hänslers schnelle Nummer. Neues Jahr. Neues Glück, alter Koch. Also, frohes Neues wünsche ich. Das ist unser erstes Video in diesem Jahr. Und wie es am Anfang des Jahres so ist, abonniert diesen Channel. Es bleibt alles beim Alten. Aber man schaut ja immer so ein bisschen, okay, ich muss ja gut in Form kommen. Die Keule muss wieder dicker werden, ein bisschen dies. Deswegen gibt es heute ein geiles Rezept, und zwar die saftigste Putenbrust der Welt. Ich habe jetzt hier eine Putenbrust gekauft, die wiegt genau 2,98 Kilo. Sprich 3 Kilo. Kilo hat gekostet ein Zehner, das heißt 30 Euro. Und uns geht es darum, jetzt euch zu zeigen, so einen schönen Putenbraten, den du mitten auf den Tisch stellen kannst. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, so wie wir es jetzt garen, dass du es im Kühlschrank lassen kannst, als Aufschnitt benutzen. Hast immer eine Proteinquelle da, damit die Keule noch dicker wird. Wichtig ist, das ganze Ding muss angebraten werden. Aber jetzt haben wir erstmal Gewürz drauf. Und an der Stelle nochmal der Hinweis. Ihr könnt natürlich jetzt nehmen Salz, Pfeffer, ich sag mal Paprikapulver, Knoblauchpulver, Chili, Zwiebelpulver. Das geht alles. Ihr könnt euch im Mörser eure eigene Gewürzmischung machen. Aber ich bin ja der Namensgeber von Hänslers schnelle Nummer. Und wenn ich zu Hause koche, ich sag's wie es ist, ich hab's gerne einfach. Deswegen nehme ich natürlich mein Hänslers Hähnchengewürz. Passt perfekt, ist alles drin. So, deswegen, das ist immer ganz wichtig, dass ihr das versteht. Ich mache das immer, weil ich das selber auch so koche zu Hause. Ich würde da nicht die große Gewürzmischung machen, sondern ich würde einfach so eine geile Gewürzmischung nehmen. Die kein, das Gute ist ja auch kein Bullshit drin. Immer noch nicht. Immer noch irgendwie Geschmacksverstärker, irgendwelche Tricks. Einfach nur gutes Zeug. So, wichtig ist, egal wie ihr es jetzt macht, dass ihr jetzt sozusagen großzügig voran, damit was einen das Ganze jetzt würzt. Nicht so klein klein, sondern volle Lotte. Richtig bisschen einreiben. Bisschen wie so ein Rub, muss man sagen. Auf dem Backblech. Die übrigen, so was daneben so läuft, einfach ein bisschen, die ist ja so ein bisschen feucht, so eine Putenbrust. Die nimmt das Ganze auf. Dann Pfanne. Bratöl mit Knoblauchgeschmack. Schick. Oh ja. Das geht ja gut los im neuen Jahr. Frische Dose. So. Und dann braten wir das Ganze kräftig an, und zwar von allen Seiten. Los geht's. Neu im Shop jetzt auch. Fleischgabel. Wir haben gar keine, geht auch mit normalen, einfach reinpieken oder du kannst den Lappen auch so nehmen. Gucken wir mal. Oh, guckt euch das an. So muss das aussehen. Jetzt würde ich ein bisschen Öl an der Seite nachkippen. Ne? So ein Gewürz zieht natürlich auch ein bisschen Öl weg. Wenn ihr das riechen könntet. Das riecht so richtig, hat so was von Grillen, Röstaromen, so richtig so. Also ich weiß nicht, kann man durch die Nase kommen? Nee, ne? Also wenn du Schnodder, ne? Also das ist ein, wie soll man sagen, ein Nasenorgasmus hier gerade. Weißt du so, das ist so, zweite Seite anbraten. Jetzt drehen wir das Ganze auch noch auf die Seiten. So, den Bückel, also wirklich von allen Seiten richtig schön Röstaromen reinjagen. So, jetzt zurück aufs Blech. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt geht es darum, wie kriegen wir es saftig hin? Zum einen, wir garen das mit niedriger Temperatur. 95 Grad Umluft oder Heißluft, wie man das auch nennen will. Mehr nicht. Und jetzt wollen wir natürlich eine Kerntemperatur von ungefähr 65 Grad. Da habe ich jetzt hier so ein ganz normales Thermometer, was ich jetzt sozusagen in die Mitte reinramme. Das ist an der dicksten Stelle und in der Mitte drin sitzt. Ich gucke mal, ob man jetzt erkennt. Jetzt hat es wahrscheinlich keine 10 Grad oder was, ne? Oh, noch 10. Kam direkt aus dem Kühlschrank. Jetzt geht es halt darum, wir packen das in den Ofen. Und wenn ihr zu Hause kein so ein Thermometer habt, kann man natürlich sagen, kann man sich für einen 10er kaufen. Muss man aber nicht. Deswegen, eine Putenbrust sieht ja meistens ähnlich aus. Dann habt ihr ungefähr jetzt einen Ansatz. Wenn ich sage, ihr habt eine 3 Kilo Putenbrust, wie lange bei 95 Grad? Das sage ich euch, wenn ich es selber weiß. Die geht jetzt in den Ofen und dann warten wir. Ja, was soll ich sagen? An dieser Stelle ist der Ton uns mal wieder weggeknickt. Das heißt, ich muss das jetzt hier nachvertonen. Ey, habt ihr das Buch gekauft? Das kann ich auch so sagen. Also, die Putenbrust war insgesamt 3 Stunden bei 95 Grad im Ofen.
Und zwar wartet man so lange, bis das im Kern eine Temperatur von 65 Grad hat. Das sieht man jetzt hier auf dem Thermostat. Und man kann sogar sagen, das Ding hat ja 3 Kilo gewogen. Pro Kilo ungefähr eine Stunde kann man rechnen, wenn man zu Hause jetzt nicht so einen Thermostat hat. Jetzt erzähle ich noch so ein bisschen, dass es auskühlen lässt, dass es lecker schmeckt. Und dann muss ich sagen, es ist umso ärgerlicher, weil wir haben danach richtig geil rüber rumgeflaxt und haben Scherze gemacht. Also jetzt sieht man hier, wie ich das Thermometer rausziehe. Und das Schöne ist, du kannst das Ding jetzt auf den Tisch stellen für eine ganze Familie. Kannst sagen, hier als Braten aufschneiden. Weil wir haben doch halt darüber geredet, das Putenbrust finde ich ja manchmal so ein bisschen, ist ja wie so ein Studentengericht. Und haben uns darüber ein bisschen ausgetauscht, was man damit alles machen kann. Und jetzt wird es aufgeschnitten, dann seht ihr, boah, richtig nice, richtig schön. Das sieht jetzt hier im Bild, wenn ich es mir angucke, denkst du fast, es ist trocken, aber war es null. War richtig saftig, hat natürlich immer irgendwelche Blutbahnen da drin, das lässt sich nicht vermeiden. Aber geschmacklich, also wir haben das ja nur gemacht, dieses Rezept sozusagen als, wie kriege ich eine geile, saftige Putenbrust hin? Jetzt zum Probieren einfach ein bisschen Zitronensaft drauf, ein bisschen Olivenöl, Prise Salz zum Probieren. Ich sage euch eins, richtig, richtig gut. Das Entscheidende ist halt wirklich dieses Niedriggarverfahren, dass du wirklich mit 95 Grad rangehst. Guck mal hier. Na, schmeckt es ihm? Ja. Ja, das schmeckt. Das sehe ich doch selber. Da lüge ich auch nicht, das sehe ich sofort. Da lüge ich auch nicht, das ist die reine Wahrheit. Und wie gesagt, das Beste ist, das Ding entweder als Braten auf den Tisch servieren oder, ihr werdet das im nächsten Video sehen, wir haben noch mal ein Video gemacht, was du auch daraus machen kannst, weil du kannst es in den Kühlschrank packen, auskühlen lassen. Eine Sensation. Wirklich richtig schön. Und wenn ich das jetzt sehe, es ist so ärgerlich, weil wir da so rumgeflaxt haben gleich noch. Das ist, ich weiß auch nicht, manchmal das Mikro geht uns da so auf den Sack, ist es weg, obwohl wir echt gute Technik haben. Aber machst du nichts. Guck mal hier, ja, da sind wir am Scherzen und am Machen und am Tun, ey. Boah, das ist uns schon mal passiert bei so einem Video, was auch richtig lustig war. Und dann ist das hinten uns weggebrochen, das ist wirklich ärgerlich. Aber das macht auch keinen Sinn, das jetzt auch nachzuerzählen. Ihr wisst ja selber, ein Witz, den man in der Runde erzählt, ist lustig, wenn du ihn so nacherzählst. Von dem Abend hat das nie den gleichen Spirit. Aber wie gesagt, wenn ihr so eine Putenbrust macht, denkt dran, ungefähr, wenn ihr so eine ganze macht, 3 Kilo pro Kilo eine Stunde. 95 Grad, man kann zwar auch so fühlen, aber das kannst du dich wirklich ertasten. Du brauchst einen Kerntemperaturfühler oder, deswegen haben wir es euch so gezeigt, 3 Stunden und ab geht die wilde Fahrt. Tja, ich würde sagen, hier hinten können wir jetzt den Rest, da sammeln wir eh nur durch, das können wir wegschneiden. Ich sag mal so, das war Hänzer schnelle Nummer. Ne? Der einzige Schnitt, wie lange noch? Ja, hier. Oh, abonniert, habe ich noch gesagt. Genau, habe ich am Anfang vergessen. Also, abonniert diesen Channel. Freut euch. Einkaufsliste. Ab geht die wilde Fahrt. Und noch eins in die Futterluke. Guten Appetit. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänzlers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.